Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir waren mal wieder fleißig und haben ein paar Paragon-Kisten zusammengesammelt. Und zwar habe ich auf dem Main von jeder 9.1 Paragon-Kiste eine rumliegen. Eine vom Codex, eine von Venari und eine vom Vorstoß. Von Venari habe ich tatsächlich das Mount schon, aber es kann nochmal vielleicht so ein Pet drin sein. Und auf dem Twink hier, der daneben sich gerade hinsetzt, habe ich auch noch ein bisschen Kisten. Wir wollen insgesamt 5 aufmachen und ich würde sagen, wir starten mit der Specialix, mit der Codex-Kiste. Es wäre natürlich sau nice, wenn da das Mount drin wäre. Dann müsste ich nämlich nicht mehr beim Codex so einen Haufen Zeug farmen. Und ja, drückt mir kräftig die Daumen, dass da das Mount drin ist. Und dann würde ich sagen, starten wir. Erste Kiste. Oh boy. Einfach gar kein Glück. Reparatursets und Rissschlüssel. Okay, das war schon meine Nullnummer. Gut, Venari. Haben wir ein bisschen Stygia und Gold. Dann Vorräte des Vorstoßes des Todes. Kiste Nummer 3. Nice, zumindest ein Mount haben wir. Wunderbarst. Okay. Dann haben wir damit 3 Kisten aufgemacht. Dann switchen wir mal weiter. Das freut mich doch schon mal sehr, dass wir da das Mount haben. Was haben wir hier? Wir haben einmal noch eine Codex-Kiste und eine Vorstoßkiste und eine Venari-Kiste. Ach, komm, wir lassen die Venari-Kiste liegen. Wir machen mal die Vorstoßkiste auf. Vorstoß und... Ja, das... Warte mal, ist das Mount und das Pet drin? Sehr schön. Sehr schön, Leute. Also, das heißt, dann muss ich tatsächlich den Vorstoß nicht mehr farmen, ne? Ah, nice. Nicht den Vorstoß, den Archivarkodex. Okay, und den Vorstoß, da brauchen wir jetzt noch ein zweites Mount. Da war leider nichts drin. Okay, das waren jetzt die 4 Kisten. Okay. Theoretisch hätten wir hier noch eine Vorstoßkiste. Die machen wir dann aber beim nächsten Mal auf. Und dann werde ich nochmal... Also den Vorstoß muss ich dann auf jeden Fall weiter farmen. Heißt, die Dailies machen. Aber ich muss halt nicht mehr den Archivarkodex spammen wie so ein Geisteskranker. Und das ist natürlich schon eine nice Sache. So, jetzt bin ich am Überlegen. Erinnere ich mich dran, dass ich die Mount Guides aufnehme, wenn wir die Mounts jetzt lernen. Das Pet können wir jetzt auf jeden Fall schon mal lernen. Das ist kein Stress. Pet sieht jetzt dann auch relativ gut aus. Und zwar brauche ich eigentlich nur noch vom Achievement das Pet. Das haben wir jetzt gleich. Da bin ich auch dran am Kistenfarmen. Das kriegt man noch nicht. Und das hier... Das kann ich mir mal Haar kaufen oder mal das von dem Event kriegen. Mal gucken. Komm, ich würde sagen, wir lernen die Mounts und schauen uns die auch mal an. Dann muss ich bloß dran denken, dass ich da noch meine Videos zu basteln die Tage. Wo haben wir es denn? Bei Mounts. Und zwar heißt dieses Mount einmal... Halt, da sollten wir auch reinklicken. Knirsch... Tippt. Knirschstern heißt der eigentlich. Oder war das das Pet? Ah, ne, das war das Pet. Wie heißt denn jetzt das Mount? Ja, gut. Ah, ja, warte mal, da haben wir es. Grimmige. Ah, ne, das war das andere. Halt. Kommando zurück. Habe ich denn jetzt gerade gelernt für einen Mount? Ah, ne, das andere habe ich gelernt. Warte, das waren die beiden Mounts aus der anderen Kiste. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich habe zu viele Sachen im Chat, ich sag's euch. Harnisch. Ne, das geht auch nicht. Ah, da, das hier ist es, oder? Ja, jetzt habe ich es gefunden. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich, ja, im Stream sagen sie gerade, ich hätte Kort hier eingegeben sollen. Ja, okay, ihr habt recht, da wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Also das ist dieses mehr oder minder hübsche Mount. Das haben wir aus der Kiste vom, vom, wie heißen sie jetzt wieder? Archivarkodex, genau. Und das Pet haben wir dann noch bekommen. Und jetzt können wir dann noch das andere anschauen. Das lernen wir jetzt auch. Ich muss mich bloß erinnern, ne, dass ich dann dementsprechend auch die Videos zu basteln und dass es grimmige Klingen schwinge.
Das haben wir ja schon in verschiedenen Farbvarianten. Jetzt brauchen wir dann doch die grüne Farbvariante. Die war jetzt die letzte, die noch ausstehend war. Und damit sind wir da tatsächlich auch fertig. Jetzt müsste es da auch ein bisschen besser aussehen. Ich muss jetzt noch warten, bis die Pakt-Mounts rauskommen. Ich denke mal, bis die Videoaufnahme rauskommt. Ich habe nur so einen Haufen andere Opening-Sachen offen. Habe ich wahrscheinlich die Pakt-Mounts auch schon. Das sind ja Ruhmstufe 70 braucht man da, glaube ich, oder? Ja, genau. Also es sind für mich jetzt noch 2 Wochen. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, sind die tatsächlich dann auch schon durch. Ja, das ist soweit meine Ausbeute. Jetzt brauche ich nur noch quasi hier von der Fraktion das zweite Mount. Da bin ich aber auch schon dabei. Ich habe hier vom Vorstoß schon ein paar Punkte zusammen. Das sind jetzt auch schon 6800 für die nächste Kiste. Und hier haben wir ja auch schon eine rumliegen, beziehungsweise 2. Also ich denke mal, da müssten wir dann relativ zügig nochmal Kisten öffnen können. Okay, gut, das war jetzt tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, das Opening. 2 Mounts und ein Pet rausgezogen, bin vollkommen zufrieden an der Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Opening-Video. Und ich hoffe, da ziehen wir dann das letzte Mount raus. Dann sind wir nämlich hier in Court hier, zumindest mit Mounts und Pets fertig. Dann ein bisschen Transmog brauche ich noch, ne? Aber da hatte ich in den Patch Notes gelesen, dass sie das ein bisschen anheben wollen. Also ich hoffe, dass das dann auch ein Ticken schneller geht. Gut, für die Aufnahme verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.